Für die Opfer ist es ein finanzieller Totalschaden. Sie kaufen teure Autos, die ihnen am Ende nicht mal gehören. Also wir reden hier von einem Schaden von über 200.000 Euro. Ja, und das Geld ist erstmal wie weg. Der Trick: Täter mit falschen Identitäten leasen Fahrzeuge, die sie dann einfach verkaufen. Ich denke, dass das ein riesengroßer Betrugsmasche ist, eine Fälscherbande, die auf ganz hohem Niveau Leute abzockt. Eine Betrugsmasche, die so aufwendig ist, dass sie schon Jahre im Voraus geplant wird. Als ich den Fall gesehen habe, wusste ich gleich, das ist die Masche. Aber dass die darüber hinausgehen, dann noch den Kfz-Brief fälschen und dann die Karre noch verkaufen, das ist echt ganz schön dreist. Die Täter zu erwischen, ist fast aussichtslos. Eine Autowerkstatt in Magdeburg. Hier hat Lars Harenberg seinen Audi Q8 geparkt. Seit 2 Jahren steht die 286 PS Karosse nun schon still. Damals war das Auto vermeintlich ein Schnäppchen, erst 1 Monat alt mit Unfallschaden. Fand es sehr interessant, auch mit dem Schaden, wo ich mich vorher interessiert habe für. Ist es auch nicht so dolle eingedrückt, sag ich mal, wo ich immer sagen würde, man könnte es vielleicht beulen, Axt vielleicht einen Axtstumpf neu oder sowas. Einkalkuliert, so wie wir es ja schon gesagt haben, für vielleicht 10.000 bis 15.000 Euro. Der Neuwert liegt bei 100.000 Euro. Harenberg zahlt knapp 63.000. Unterlagen und Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Das sind die Ersatzschlüssel, wo auch noch, wie gesagt, der PIN mit bei ist hier. Wie man so schön sieht, das ist der zweite Originalschlüssel, der andere Originalschlüssel ist auch da. Und selbst von der Standheizung ist das noch eingeschweißt, weil der Wagen so neu war. Also wie gesagt, ich habe Zulassungsbescheinigung dazu bekommen, die Bordmappe, die ich hier habe, alles so, wie es halt sein muss. Was Lars Harenberg zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnt, er geht einem Betrüger auf den Leim. Denn der Audi gehört dem Verkäufer gar nicht. Rückblick. Im Juni 2019 findet Harenberg auf dem Internetportal mobile.de ein Fahrzeug wie dieses. Einen Audi Q8 neuwertig. Der nicht reparierte Unfallschaden rechtfertigt den verhältnismäßig niedrigen Preis. Anbieter ist dieser Mann, Pavel Valave, ein Mann mit kroatischem Pass. Im Juli 2019 vereinbart der Bauunternehmer Harenberg mit dem angeblichen Bauunternehmer Valave einen Termin in Hamburg zur Autoübergabe. Ich hatte mich hier verabredet mit dem Verkäufer von dem Q8. Da sehen wir hier Straße 5. Die er mir geschickt hat, dass wir uns dann hier halt treffen, weil hier unten in der Tiefgarage sollte das verunfallte Fahrzeug stehen. Für 16 Uhr ist das Treffen verabredet. Doch Valave kommt nicht. Stattdessen klingelt Harenbergs Handy. Da hat er gesagt, dass er nicht kann. 3 bis 4 Stunden müssten wir jetzt warten. Oder er hätte alternativ, dass er einen Angestellten von sich schickt, dem er alles vertraut, dem er alles mitgibt. Zur Legitimation des Fahrzeuges gibt er alles mit. Heißt also, Kfz-Brief, Zulassung, alle Schlüssel. Misstrauisch wird er nicht, lässt sich den Ausweis zeigen und fotografiert ihn ab. Alles scheint zu passen. Harenberg zahlt die 62.500 Euro in bar. Nicht unüblich bei einem Gebrauchtwagenkauf. Zurück in Sachsen-Anhalt soll sich seine Sekretärin um den restlichen Papierkram kümmern. Dann wird der neue Luxusschlitten plötzlich zum Problem. Ich war bei der Behörde und sollte das Fahrzeug abmelden. Und da wurde mir dann gesagt, habe ich den, die Zulassungsbescheinigung übergegeben und dann wurde mir gesagt, dass die Nummer nicht stimmt. Da habe ich bei der Kripo angerufen und habe dort checken lassen, an was es denn liegen könnte, dass letztendlich irgendwas mit dem Kfz-Brief ist. Und da hat mir dann ein Kripo-Beamter dann gesagt, nachdem er dann die Nummer verglichen hat, wahrscheinlich mit seinen Unterlagen oder Daten aus dem Fahndungscomputer, dass dieser Kfz-Brief zum Diebstahl mit dazu gehört, aus Duisburg von der Zulassungsstelle. Duisburg, Ostern 2017. Bei einem Einbruch ins Straßenverkehrsamt erbeuten Unbekannte 15.000 Blanko-Dokumente. Darunter Fahrzeugbriefe, Zulassungen, TÜV-Plaketten und Stempel. Persilscheine für Verbrecher. Die geklauten Papiere sind inzwischen im Zusammenhang mit mehr als 700 Straftaten wieder aufgetaucht. Und das europaweit.
Also generell mit diesen Blanko-Zulassungsbescheinigungen, das benutzen die Täter natürlich für die Weiterverkäufe von Kfz oder generell können die dann mit den Siegeln und Stempeln, die sie auch entwendet haben, natürlich so darlegen, dass die Autos nicht entwendet wurden grundsätzlich. Das heißt, die können den Autos eine zweite Vita geben, ein neues Leben. Genau, die können dann natürlich irgendwie gefälschte Daten da eintragen und so den Stempel und den Siegel drunter setzen, dass eben der Anschein erweckt wird, dass diese eben nicht entwendet oder unterschlagen wurden. Auch im konkreten Fall wurde das Auto ganz legal beschafft. In diesem Audi-Zentrum in Leverkusen wird der Q8 von dem Bulgaren Pavel Lajew geleast. Wenig später bekommt das Auto dann plötzlich einen neuen Besitzer, Pavel Valave aus Kroatien. Und das mit Hilfe der geklauten Kfz-Papiere und Stempel aus dem Straßenverkehrsamt in Duisburg. Um einen Leasingvertrag zu bekommen, muss ein Unternehmen kreditwürdig sein. In diesem Fall hat der Geschäftsführer Pavel Lajew das Auto im April 2019 im Namen der IDA Handel und Bau GmbH geleast. Gemeldet ist das Unternehmen in diesen Lagerhallen in Neumünster. Laut Handelsregistereintrag erledigt die IDA Estricharbeiten, handelt mit Baustoffen. Spiegel TV will den aktuellen Geschäftsführer zu dem bestehenden Leasingvertrag befragen. Doch Fehlanzeige. An der eingetragenen Adresse gibt es die Firma gar nicht. Laut Ermittlern ist die IDA eine Briefkastenfirma. Sie dient vermutlich dem Zweck, bei Kreditanfragen ein sauberes Bild abzugeben. Bis 2015 ist sie unscheinbar. Dann wechselt in 4 Jahren gleich 3-mal der Firmensitz und ganze 6-mal der Geschäftsführer. Darunter eben auch der Bulgare Pavel Vlajev. Aus den Leasingunterlagen, die Spiegel TV vorliegen, geht hervor, dass Vlajev einen weiteren Audi in Leverkusen geleast hat. Wir finden das Auto in Österreich. Auch Erwin Winkler ist auf die Betrügermasche reingefallen, findet im Internet ein günstiges Auto mit einem angeblichen Wildschaden. Das ist der Audi, den ich vor 2 Jahren in Hamburg gekauft habe. Das Fahrzeug war für 65.000 Euro inseriert. Das entspricht meines Erachtens nach ziemlich dem Zeitwert mit den Schäden, der Wildschaden auf der vorderen Seite, die Stoßstange, der Grill und der Spoiler ist defekt. Seit Jahrzehnten importiert der Autoreifenhändler Fahrzeuge von Deutschland nach Österreich. Um sich vor Abzockern zu schützen, lässt er sich von dem Verkäufer alle Papiere sowie die Fahrzeugnummer mailen. Auch im Fall des Audis überprüft er, ob das Kfz als gestohlen gemeldet ist. Also am 21.07. habe ich dem Herrn damals geschrieben, dass er Interesse eben besteht an dem Audi Q8 und ob er mir Fotos schicken könnte. Das hat er dann auch innerhalb von ein paar Minuten mir Fotos vom Fahrzeug geschickt, hat mir die Fahrgestellnummer vom Fahrzeug geschickt und sofort den Brief Teil 1, Teil 2 aus Deutschland. Dann hat mir der Herr seinen Personalausweis geschickt, den ich von ihm wollte. Das Gesicht, das da drauf ist, das der Herr ist mir dann auch am Flughafen begegnet. Der Mann, mit dem sich der Österreicher am 27. Juli 2019 in Hamburg zur Autoübergabe trifft, ist laut Ausweis der Kroate Pavel Palavel. Dann haben wir uns ein Kaffeehaus zusammengesetzt, haben das ganze Schriftliche dann gemacht, die Übergabe des Geldes. Und dann haben wir uns verabschiedet und ich bin wieder den Weg nach Österreich angetreten. Auch Winkler zahlt die 65.000 Euro bar, erhält Schlüssel und die vermeintlichen Originaldokumente. Als der österreichische Neubesitzer das Auto ummelden will, bekommt er mitgeteilt, Fahrzeug, Brief und Schein stammen ebenfalls aus dem Diebstahl in Duisburg und sind gefälscht. Brisant sind auch die Ermittlungen des niederösterreichischen Landeskriminalamtes zum Verkäufer. In den Akten heißt es, Weiteres wurde über die kroatischen Behörden erhoben, dass kein kroatischer Staatsbürger mit den angegebenen Daten existent ist und dass das vorgewiesene Ausweisdokument eine Fälschung ist. Für GmbHs mit einwandfreier Bonität ist inzwischen ein regelrechter Markt entstanden. Diese sogenannten Mantelfirmen sind ideal für Leasingbetrüger. Wir treffen einen Insider. Er geht davon aus, dass hinter der IDA Handel und Bau GmbH eine Bande steckt. Diese Masche wurde von A bis Z geplant. Firma gekauft, 2 Fahrzeuge, in dem Fall wissen wir von 2 Fahrzeugen, geleast, Fahrzeuge übergeben, irgendjemand hat da unterschrieben, die Fahrzeuge wurden kurz gefahren, dann passierte irgendwas mit den Fahrzeugen, egal ob da jetzt ein Unfallschaden war, ob die vermietet wurden, was auch immer, wurde ein bisschen Geld mitverdient und dann wurde unter
irgendwelchen Gründen dann das Fahrzeug dementsprechend sehr günstig, in dem Fall wegen Unfallschaden, an einen Menschen verkauft, der dann jetzt der Gelackmeierte ist und ein Fahrzeug erworben hat, was noch im Leasing ist. Die Spurensuche nach Pavel Vlajev, der die Autos als Geschäftsführer geleast hat, führt ins schleswig-holsteinische Bark. Hier ist die letzte Meldeadresse des Bulgaren. Hallo? Hallo. Schönen guten Tag. Eine Frage. Wir suchen Herrn Pavel Palavel. Kommen Sie kurz zur Tür. Wir suchen Herrn Pavel Palavel. Keine Ahnung. Herrn Pavel Blev? Nein. Kennen Sie nicht? Nein. Sind Sie aus Bulgarien? Nein. Wo kommen Sie hin? Moldawisch. Moldawien? Nein. Okay, und die Herren kennen Sie nicht? Haben Sie noch nie gesehen? Keine Ahnung. Ja? Das ist man hier nicht. Nein. Kein. Okay. Kennen Sie die Firma Ida Bau? Nein. Super. Im Haus leben 5 Moldawier. Plötzlich kann sich der Herr doch noch an den Bulgaren Vlajev erinnern. Pavel Vlajev, ja. Den kennen Sie? Das Mann da. Wissen Sie, ob der Mann noch lebt oder ob der gestorben ist? Не знаю точно. Он может быть в тюрьме, там, да, в Болгарии. Так я слышал. In Kiel hat die Staatsanwaltschaft gegen die 3 Pavels mit den wohl nicht nur zufällig ähnlichen Nachnamen ermittelt. Das Ergebnis? Der Bulgare Pavel Vlajev ist angeblich gestorben. Die Identitäten der Kroaten Pavel Valavel sowie Pavel Palavel sind gefälscht. Das Verfahren richtete sich zunächst gegen 3 Beschuldigte. Nachdem zwischenzeitlich einer der 3 Beschuldigten verstorben ist, war das Verfahren insoweit einzustellen. Hinsichtlich der verbleibenden 2 weiteren Beschuldigten ist deren Aufenthaltsort derzeit unbekannt, sodass wir insoweit unter Veranlassung entsprechender Fahndungsmaßnahmen das Verfahren vorläufig eingestellt haben, führen die Fahndungsmaßnahmen dazu, dass wir den Aufenthaltsort dieser beiden weiteren Beschuldigten ermitteln können. Dann werden die Ermittlungen auch weiter fortgeführt werden. In Wien und in Magdeburg stehen 2 Audis, die nicht zugelassen werden dürfen, weil sie immer noch der Leasinggesellschaft gehören. Lars Harenberg hat bereits in der 2. Instanz gegen die Volkswagen Leasing auf Herausgabe des Originalfahrzeugbriefs geklagt. Bislang ohne Erfolg. Wenn Sie jetzt heute hier stehen und sich das anschauen. Ein absolut mulmiges Gefühl. Absolut ein bisschen flau im Magen und natürlich auch ein bisschen Hass letztendlich. Weil ca. sind 70.000 Euro aufgelaufen jetzt von der ganzen Geschichte, von der ganzen Unternehmung. Das heißt, Rechtsanwalt, Autokauf und vor allen Dingen, dass man vom deutschen Staat nicht unterstützt wird gegen so eine betrügerische Aktivitäten. Bilanz: 2 geschädigte Endkunden, eine betrogene Leasinggesellschaft und eine Bande, die mit der Beute über alle Berge ist.